Leute, spielt diese Waffe. Die kriegt ihr direkt am Anfang. Direkt am Anfang. Macht damit einen Run. Habt Spaß damit. Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Heute geht's um Reduvia. Erste Mal, dass ich benutzt habe. Und ich war gerade geschockt von dem Schaden. Was ist das denn? Was ist das denn? Auf diese Entfernung? Der macht gar nichts. What? Wer damit nicht ein Level 1 Run übel, den auf ein Level 1 Run, Leute. Nochmal. 3K nach 2 Angriffen. Was? Was? Geisteskrank. Ich bin geschockt, Leute. Ich bin geschockt. Ich bin absolut geschockt. Die ist nicht mal plus 10. Reduvia plus 9. Wahre Maske. Ritual-Talisman. Jubel des Blutes. Karianisches Filigran-Wappen. Talisman für weniger FP verbrauchen. Scherbe des Alexander. Aber der Schaden ist viel zu hoch. Wie ist das bei Bossen? Der hat gar keinen Bock. Der hat gar keinen Bock. Uralter Drachen, Dunkelschmiedestein, perfekt. Soll ich, da mache ich die Waffe direkt auf plus 10, ne? Ich habe die Waffe jetzt nochmal auf plus 10 gemacht. Weil hier glücklicherweise noch ein Stein lag, den ich noch nicht hatte. Und ich will das Ganze jetzt einmal gegen Mokwin ausprobieren. Ich spiele ein bisschen auf sicher und mache erstmal hier Fäulnis rein. So, und jetzt mach ich nur so. Okay, ganz so viel Reichweite hat es nicht. Leute, spielt diese Waffe. Die kriegt ihr direkt am Anfang. Direkt am Anfang. Macht damit einen Run. Habt Spaß damit. Ich bin geschockt. Ich spiele das Game seit Monaten. Seit Monaten. Und wusste es nicht. Ich habe Runs gemacht. Community Runs. Level 1 Runs. Speed Runs. Alles. Ganz kurz noch mal in Gear. Reduvia. Wahre Maske, Jubel des Blutes, das ist das, was ihr braucht. Und dann L2-Spam. Lasst ein Like auf dem Video da, Kommentar, wie ihr die Waffe findet. Kanal abonnieren, bis zum nächsten Mal. Haut rein.